Herzlich willkommen, meine Lieben, zu einem weiteren Magic Arena Gameplay. Heute Pure Darkness, das heißt ein mono-schwarzes Kontrolldeck mit Karten, die dem Gegner die Handkarten wegnehmen, mit Karten, die dem Gegner die Kreaturen vom Board nehmen und mit ein paar Win-Conditions, wie zum Beispiel dem Dreadshade hier, wie Masterman's Acquisition, Resicate's Rite, Treasure Map, Karten, die mir dann auch die richtigen Karten in so einem Kontrolldeck besorgen sollen. Auch der Khan hilft natürlich. Das heißt, dieses Deck, wie ist das jetzt aufgebaut? Erstmal dem Gegner das Spiel verlangsamen. Divest, Duris, Laybar, das sind erstmal alles Karten. Er soll seine starken Karten aus der Hand verlieren und vor allen Dingen soll ihn das richtig, richtig nerven. Dann kommt Castdown mit zum Beispiel Painful Lesson auch als Kartenzieher, aber sonst mit Doomfall, mit Never zum Beispiel, Never Return. Also dann auch wieder, wenn er was aufs Board bringt, dann kann ich ihm das wegschießen. Und dann Eldest Reborn, Dreadshade, Hailfire. Das sind eigentlich meine Win-Conditions. Painful Lesson, genau, hatte ich gerade noch erwähnt. Eine Karte, die halt dafür sorgen soll, dass ich Karten ziehe. Und das Torment und der Dreadshade gekoppelt mit dem Stronghold hier, was mir Mana für jeden Sumpf bringt. Das sind absolut die Karten, die ich aufpumpen kann, die dann dem Gegner im besten Fall sogar sofort 20 Leben wegnehmen, aber das zählt natürlich erst fürs späte Late Game. Ob das Ganze so funktioniert, gucken wir uns natürlich jetzt direkt in einem Match an. Und zwar hier Pure Darkness, der Dreadshade mit dem Bild. Mua. Absolut tolle Kreatur. Ich würde es feiern, wenn irgendwann noch der Nantuko Shade mit ins Spiel integriert würde. Das wäre eine Karte, ich glaube zuletzt ja, in den Magic, in den Basis-Editionen war die mit enthalten. Genau dieselbe Fähigkeit wie der Dreadshade, allerdings für 2 Mana ein 2-1er, statt ein 3-3er. Also ich denke mal auch der Dreadshade ist genau auf dieser Basis entstanden. Aber wenn du dann ein Deck hast, Nantuko Shade, Dreadshade, Torment. Der Nantuko Shade macht es einfach noch ein bisschen schneller, ne? Schneller, eventuell sogar ein bisschen stärker. Ja, okay, schauen wir mal. Das ist ein sehr langsamer Start. Painful Lesson kostet mich natürlich 2 Leben. Wir versuchen es. Gerade Bontus hier, wenn er jetzt schnell kommt mit kleinen Kreaturen, dann, es könnte ein Mehrvolk-Deck sein, dann kann ich aber mit Bontus erstmal alle aus dem Feld nehmen und mir wieder ein bisschen Zeit gönnen. Also, oh, sogar mit Rot? Holy Macaroni, gerne würde ich in seine Hand gucken. Ihr habt gesehen, ich habe ultra viele Karten, die das eigentlich zulassen und tatsächlich keine davon selber auf der Hand. 2 Mana, was spielst du, mein Junge? Das ist ein Dinosaurier Multicolor? 4 verschiedene Mana hat er jetzt schon draußen. Und die Evolving Wilds, das heißt 4 oder 5 Mana. Okay, wir lassen uns ein bisschen Zeit. Hat er schon ordentlich Mana gleich. Wir gönnen uns direkt hier die Treasure Map. Wie gesagt, eine von den Karten, die dafür sorgen soll. Schön, dass wir die richtigen Karten ziehen. Und ich denke hier, gleich eine seiner Karten zu zerstören, ist genau das Richtige, eine seiner Kreaturen. Er spielt ein Dinosaurier-Deck, das heißt, er spielt dicke Dinger. Und er spielt vor allen Dingen auch Kreaturen, die wirklich ihm einen Mehrwert geben, aber langsamer ins Spiel kommen. Und das ist der Punkt, wo ich natürlich mit Kreaturenzerstörung gut dran bin. Kommt jetzt auch darauf an, was für ein Dino er bringt, denn ich kann ihm nur hier eine nicht legendäre Kreatur zerstören. Okay, auch die Treasure Map. Also Herr möchte die richtigen Karten finden. Ist eine sehr schöne Karte, ein sehr schönes Artefakt und auch später mit den 3 Treasure Artefakt Token bringt ihm das Mana, bringt ihm das Mana, was er auch haben will. Also er kann sich ja komplett aussuchen, was für ein Mana er nimmt. Ja, ich gehe mal davon aus, hier wird eine Sakama gespielt. Ah, die Sakama. Ich würde ihm die so gerne wegknüppeln. Das Problem ist, wenn Sakama draußen ist, dann ist es häufig schon vorbei. Für mich gibt es jetzt erstmal den Khan. Ich versuche das jetzt über einen Kartenvorteil zu gewinnen. Wir holen uns jetzt ganz schnell die richtigen Karten. Oh, Dive ist genau das. Genau das. Wird er mir nicht geben, aber genau das brauche ich. Das werde ich mir nächste Runde holen und dann schauen. Ich will in seine Hand gucken. Ich will sehen, wo seine Win-Conditions sind. Worauf zielt er ab? 1, 2, 3, 4, 5. Zu Sakama ist es noch lange hin. Allerdings, ja, das ist trotzdem schon eklig. 5. Okay, mit der Treasure Map kann er gleich mal schauen.
Ob er wohl hier auch einen Counter oder sowas drin hat? Um ein Divis zu countern? Also so ein Deck ist sehr schwer einzuschätzen. Obwohl natürlich wegen dem Drover hier klar ist, es geht schon um Dinosaurier. Der Pride Sovereign? What the... Ist das alles andere als ein Dinosaurier? Okay. Okay. Trotzdem, alles gut. Alles gut. Hier minus 1. Also Mana für Counter hat er nicht. Von daher sind wir absolut safe. Können unser Castdown spielen. Können in seine Hand gucken. Das ist ein schöner Zug. Schöner Zug. Der würde ihn definitiv ärgern. Und nicht zu vergessen, wir haben immer noch Bontus. Wir schauen in seine Hand. Jetzt bin ich aber ganz gespannt. Was hast du da, mein Lieber? Krass, gar nichts. Krass. Ja, wir gucken jetzt nochmal auf unsere Karten. Lol. Interessant. Oh, da ist er, der Dreadshade. Übrigens auch die Treasure Map, gekoppelt mit Khan. Schöne Synergie. Wir kriegen hier 3 Artefakte. Wenn ich mit Khan eine Kreatur dann produziere, ist sie schon mal ein 4-4er. Na, ich bin gespannt. Was hast du gezogen? Kannst du etwas tun? Schwierig für ihn. Ich denke, das ist jetzt für ihn sehr schwierig. Ja, einen Schaden nehme ich natürlich. Oh, er kann natürlich auch meinen Khan angreifen, aber ein Damage. Ich würde sogar, genau, finde ich sogar besser, dass er Khan angreift. Am Ende muss er ja darüber gewinnen, dass ich meine Leben verliere. Also ich produziere mir hier ein Artefakt. Ich gucke hier erstmal in die oberste Karte. Schön. Eldest Reborn gefällt mir absolut. Ist ein 4-4er Dreadshade dazu. Zwei wirklich starke Kreaturen auf dem Schlachtfeld. Na, jetzt mal gucken. Jetzt bin ich sogar eher gespannt, was er dagegen machen kann. Ich sag mal so, zieht eine Sakama. Natürlich ist das sofort eklig für mich. Bontu müsste eigentlich gegen Sakama auch funktionieren. Natürlich funktioniert es gegen Sakama. Also wenn jetzt hier wirklich eine ultra starke Kreatur rauskommt, wäre ich gezwungen, auch meine zu opfern. Könnte aber natürlich mit dem Khan wieder dafür sorgen, dass ein neues Artefakt mit reinkommt. Ich kann Karten ziehen. Ich habe die Ark of Oraska. Und das ist eigentlich keine... Das ist keine gefährliche Karte, nein. Bringt, wir gucken erstmal. Wir gucken erstmal wieder auf die ersten beiden Karten des Decks. Er darf natürlich entscheiden, welche wir nehmen. Aber die andere verschwindet ja auch nur mit einer Silbermarke. Und das sind zwei tolle Karten. Zwei tolle Karten. Ich denke, er wird Castdown ins Exil schicken. Genau. Gut, wir entscheiden jetzt, was wir tun. Auf jeden Fall kommt erstmal ein Land. Wirklich sehr viel Mana habe ich zur Verfügung. Ich denke mal, das Eldest Reborn. Er hat starke Kreaturen inzwischen im Friedhof. Von daher mit Eldest Reborn sich da eine zurückzuholen. Das macht Sinn. Ich gucke... Achso, er muss noch warten. Oh, er spielt was. Ich guck mal rein. Warum hat er sich die Mana gegeben? Ich gucke da gerne mal rein. Er hat gar nichts. Okay. Und wir greifen mit 2 mächtigen Kreaturen an. Doch, kann man so sagen. Schöne 7 Schaden, die in sein Gesicht sehen. Mein Khan kann man nicht zerstören. Ich hätte sogar noch die Möglichkeit, die Painful Lesson. Ich habe noch gute Möglichkeiten, eine zusätzliche Karte zu ziehen über Treasure Cove. Hätte ich natürlich noch die schwarzen Mana noch mit der Ark. Also Kartenvorteil absolut auf meiner Seite. Wird schwer für ihn. Da muss etwas sehr, sehr Starkes kommen. Mana hat er viele. Mana hat er von allem genug. Und das heißt, er könnte mich definitiv überraschen, aber... Na, ich bin gespannt, was da kommt. Okay. Erstmal muss er eine Karte abwerfen. Ich gehe da von einem Land aus. Da ich noch alle meine Leben habe, kommt auf jeden Fall eine Painful Lesson. Und da ist der Sieg.
Da habt ihr gesehen, wie dieses Deck einfach den Gegner zu Tode controlt. Und wenn der Gegner so ein langsames Deck spielt, dann funktioniert das umso besser. Ja, gerade gegen die schnellen Decks, da muss ich ganz schnell gucken natürlich, dass ich ihm die Karten aus der Hand werfe, dass ich ihm die kleinen Kreaturen zerstöre. Aber wenn so ein Deck langsam kommt, bis er dann kommt, habe ich ihm schon zwei, drei wichtige Karten aus der Hand geballert. Und das macht Spaß. Und das macht Spaß. Mein lieber Monkas, was spielst du für ein Deck? Zeig mir dein Mana. Bap. Oh, schon wieder so eine langsame Geschichte. Aber ich bin immer ganz froh über Golden Demise oder Bontus. Sogar wenn es bei mir langsam geht, dann hau ich den erstmal die Kreaturen weg. Also wäre sogar ganz lustig, wenn jetzt hier so ein mono-rotes Agro-Deck auf mich zukommt. Okay, ist eine Mischung. Ist eine Mischung. Resurrect's Ride, das dauert, das Stronghold habe ich. Stronghold aber erst. Stronghold lohnt sich erst ab 4 Mana, ne? 4, 5, ja. Ab 4 Mana bringt, aber ab 4 Mana bringt es im Grunde keinen Mehrwert, weil dann hätte das Stronghold ja auch ein Sumpf sein können und dann würde es genau dasselbe bringen. Na gut, rot, blau. Kontrolle. Möchtest mich kontrollieren, mein Lieber, ja? Ich werde es genauso versuchen, dich zu kontrollieren. Von daher, leider kann ich in deine Hand nicht gucken. Würde ich gerne tun, dann wüsste ich schon mal, was auf mich zukommt. So lasse ich mich überraschen. Zwei Länder habe ich noch. Hier könnte ich cyclen, brauche ich aber im Moment nicht. Ich kann ihm auf jeden Fall alles zerstören, was aufs Feld kommt. Zusätzliche Karten ziehen, das würde ich gerne tun. Da kommt er. Da kommt er, der Enigma Drake. Ciao, Bello. Schöne Karte, weil sie ein Instant ist. Eieiei. Kann ich nicht spielen. Mir fehlt das schwarze Mana. Ich spiele die Painful Lesson. Denke, da werde ich mir einen Sumpf rausholen. Da sind sogar zwei Sümpfe. Das heißt, der Dreadshade wäre bereit. Allerdings gefährlich, weil er natürlich... Der wird Counter haben, der wird einen Strike haben. Eventuell, wenn ich noch ein bisschen warte und mit dem Stronghold... Habe ich euch anfangs gesagt, kann ich den Dreadshade unwahrscheinlich verstärken. Da geht die Reise auf jeden Fall hin. Aber langsam, aber langsam. Okay, ihm fehlen tatsächlich jetzt schon wieder die Mana. Mana. Da könnte ich doch den Dreadshade spielen. Könnte ihn aber nicht verstärken und er könnte ihn mir totschießen. Er hat nicht viele Kreaturen, von daher kommt Golden Demise. Eine Kreatur wieder weniger. Er noch mit 5 Karten, ich noch mit 6. Allerdings bei mir... viele Länder. Okay, bei ihm auch. Okay. Wir haben sein Deck definitiv verlangsamt. Razaketz. Wir spielen's. Wirst du gecountert? Wirst du. Damit hat er noch 3 Karten auf der Hand. Wir sind gleich in der Lage mit der Ark of Oraska. Deshalb ist es so ein geiles Late-Game-Land, schön Karten zu ziehen. Und am Ende geht es um diesen Kartenvorteil. Gucken wir mal 4. Shit. Okay, egal wie. Ah, was habe ich denn jetzt gemacht? Man kann nicht mehr zurücktappen, ne? Ich glaube, das kann man irgendwo in den Optionen einstellen. Okay. Wir beginnen mit dieser Karte hier. Ist jetzt blöd, ne? Counter-Target Creature Spell. Na toll. Aber wisst ihr was? Dann ärgere ich ihn. 1, 2, 3. Genau. Dann ärgern wir ihn einfach. Wäre natürlich später noch stärker, aber kann sein, dass er den... Es wäre schön, wenn er den Counter wegwirft. Weil er einfach davon ausgeht, dass ich keine Kreaturen habe. Es kann sein. Es kann sein. Und die Karte will er vielleicht behalten, weil ich eben diese Länder habe. Komm schon, mein Junge. Komm schon, mein Junge.
Okay. Wir wissen aber, was er auf der Hand hat. Und das ist nichts Gefährliches. Und es bleibt nichts Gefährliches. Schön. Obwohl das schon eklig ist, wenn er meine Ark zerstört. Gerne würde ich jetzt Karn ziehen. Optimale Karte. Okay, 6. Bumm. Ah, was? Warum zum Teufel? Wieso hat er mir nicht die drei Schwarzen gelassen? Er muss beide Karten abwerfen, das ist okay. Nächste Runde kommt der Dreadshade, das ist okay. Aber den hätte ich gerne auch jetzt schon gespielt. Wie kacke ist das denn? Wie kacke ist das denn? Darauf müsst ihr wirklich achten. Wenn ihr selber spielt, tappt die Länder selbst. Bloß, wisst ihr, was hier nicht ging? Ich konnte die Länder nicht vorher selbst tappen. Hätte ich das gekonnt? Nein, hätte ich nicht gekonnt. Oder? Eins, zwei. Ich glaube, ich hätte es nicht gekonnt, weil ich musste ja dieses Kabbalisten, dieses Stronghold hier spielen. Ich bin nur froh, dass ich hier noch das Land über habe, ehrlich. Das hat mich aber genervt, ey. Hat man vielleicht gemerkt. Also, nee. Das hat mich genervt, ey. Okay. Kommt von ihm eine starke Kreatur. Aber hier, ich bin, ich bin absolut stärker unterwegs. Jetzt kann er ja mal sehen, wie er blockt. Zieht euch das jetzt rein. Zieht euch das jetzt rein. Und deshalb sage ich, der Dreadshade sieht nicht nur gut aus, sondern er ist eine absolute Win Condition. Mit dieser Karte einfach mit einem Angriff. Er hat keine Möglichkeit zu blocken. Meiner wird zum 14-14er. Dicker als die Galter. Das ist der riesige Dinosaurier. 14 Damage in sein Gesicht. Wunderschön. Wir haben zwei schöne Siege hier davon gezogen. Deck funktioniert. Wir kontrollieren den Gegner. Und wir haben die richtigen Karten, um ihn zu zerstören. Und zwischendrin eben noch die ein oder andere, um auch mal Karten zu ziehen. Denn wir müssen auch hier an die richtigen Karten kommen. Davon profitiert ein Kontrolldeck. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Das war die pure Dunkelheit. Pure Darkness. Ein monoschwarzes Kontrolldeck. Vergesst den Daumen nicht. Ich bin raus. Ich bin euer Tomek. Macht's gut. Ciao, ciao.